Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge des Slime Rancher. Das ist schon die dritte Folge in diesem geilen Projekt. Gestern kam leider keine Folge, weil ja, es gestern einfach nicht ging aufzunehmen. Auf jeden Fall, heute ist auf jeden Fall wieder eine Folge draußen, yay! Und ja, ich werde auf jeden Fall um 22 Uhr entweder das neue Live-Event in Fortnite Livestream oder aufnehmen. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall jetzt spiele ich ein bisschen Slime Rancher noch davor. Nehme das auf und lade es dann noch hoch vor dem Live-Event. Ja, das wäre jetzt mein Plan. Hier werde ich direkt mal die kleinen Slimes erinnern. Die sind auch alle total böse, weil die keins zu essen bekommen. Letztes Mal haben wir die neue Welt freigeschaltet und jetzt hoffe ich, dass wir die noch schöner gucken können. Da hinten ging es ja noch viel, viel weiter. Da werde ich vielleicht neue Slimes entdecken oder neue Beeren. Vielleicht auch einen richtig seltenen Slime oder sowas. Die Plots werde ich vielleicht auch noch einsammeln, aber das wird auf jeden Fall richtig nice. Wie einfach ein goldener Slime fucking 444 Münzen kostet. Krass. Oder ich sehe schon, später werde ich richtiger großer Slime Rancher sein, wo ich so viel Geld verdiene. Da bin ich der reichste Mensch der Welt, Mann. Okay, ich werde dann mal ein bisschen hier rumlaufen, ne? Und die neue Welt hier erkunden. Das ist das Ziel für diese Folge auf jeden Fall. Hier ging es, glaube ich, weiter, ja. So. Ich weiß gar nicht, ob ich, als ich früher gespielt habe, diese Welt hier erkundet habe. Aber die kommt mir irgendwie bekannt vor. Leute, da ist noch eine Katze. Ja, moin. Und dann, moin, moin. Kann ich was mit dem Ball machen? Nee. Ich könnte hier aber ganz viele Slimes einsammeln. Soll ich ihn bitte hin? Okay, da gehe ich auf jeden Fall nicht rüber. Ich weiß nicht, wie ich da wieder runterkommen soll. Soll ich das ein bisschen schaffen? Ich gehe einfach mal weiter. Hier gibt es pinke Slimes. Ganz viele Plots. Komm schon, ich möchte einfach nur neue Sachen bekommen. Lol. Ach, hier ist ein Schlüssel. Ja. Geil, Mann. Ich habe einfach eine neue Map freigeschaltet. Ach, ein Steinhuhn. Ja. Ich habe schon mein neues Huhn bekommen. Yay. Mega nice. Kleiner lecker, aber ist egal. Hier geht es nicht weiter an. Erkunde ich mal mit dem Schlüssel den neuen Bereich. Ja, nice. Da haben wir eigentlich sozusagen direkt die nächste Welt freigeschaltet mit einem Schlüssel. Was ist denn hier unten? Komm ran. Ich brauche mich schon mal Hühner fahren. Ja. Ich gehe auf Hühner fahren. Das ist noch ein Stein. Was ist das? Ein Steinküken. Ah, das ist auch natürlich gut. Direkt noch was Neues bekommen. Hm? Ach, das ist... Lol. Oh nein. Wenn ich da runterfalle, werde ich sterben. Die sind ja total wütend. Oh, hier sind aber nirgendwo neue Slimes. Das ist blöd. Ach! Ich bin wieder hier. Ah, man kommt dann von da hier hin. Ja, ist auch ganz gut. Oh, mit dem Wasser vielleicht kann ich aber jetzt gar nichts machen. So. Hä? Ach, hier. Hier war ich gesagt. Oh nein. Das ist total böse, oder? Wie viel Schaden machen die? Ich laufe lieber mal weg, als wenn die mich einfach so
mit einem Shot töten, ey. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich fahre noch ein paar Hühner. Das ist eine gute Idee. Ein kleines Küken. Hier auch noch. Hey, die Hühnerfarm wird dann so groß. Tschüss. Ha. Oh, das ist nur ein Plot. Okay, dann direkt mal nach Hause laufen. Ich habe so viele Hühner jetzt bekommen. Krass. Let's go. Okay, dann habe ich auf jeden Fall wieder was Neues freigeschaltet. Die kann ich leider gerade nicht einsammeln. Ach, da geht's ja gleich mal lang. Stimmt. Dann schnell nach Hause. Die ganzen Hühner abladen. Und dann gucke ich mal, wie sich die Hühnerfarm entwickelt. So. Schnell laufen. Schnell lauf. Schnell. Lauf weiter. Komm. Ganz viele Hühner. Ich frage mich, was eigentlich der Unterschied zwischen Steinhühnern und normalen Hühnern ist. Das gucke ich jetzt mal nach. Ich glaube, die müssen hier unten sein, oder? Nee. Ressourcen? Ah, hier, ja. Steinhühner. Man glaubt, dass Steinhühner sich aus Hühnern entwickelt haben. Ja, ist mir egal. Hab keinen Bock zu lesen. Sind hier neue Sachen? Leider nicht. Ich könnte eigentlich noch mal was verkaufen. Oder soll ich mir hier mein Upgrade langsam kaufen? Hm. Mal gucken. Oder ein Sprinkleranlage, nee, die kostet zu viel, finde ich. So. Was ist diese Aufgabe hier? Mhm. Okay. Dann brauche ich noch Karotten. Ich muss noch kurz warten, bis die Herzen fertig sind. Dann kann ich vielleicht diese Aufgabe machen. Sag mal, was machst du denn hier? Ach, du wolltest das Huhn holen. Nee, das geht jetzt nicht. Oh nein. Boah, wenn ich die Katze da eingeschossen habe. Ich kann das nicht machen. Das kann ich ja nie noch so ein Update kaufen. Höhere Wände, Frühlingsgras zieht Krabbelkäfer an, die Hühner liebend gern fressen. Mit vollem Magen vermehren sich mehr doppelt so schnell. Vitamizza. Das allerneueste in Sachen fortgeschrittener Geflügeltechnologie. Der Vitamizza umgibt die Hühner mit Vita-Strahlen, wodurch sie zweimal so schnell zu gesunden Hühnern und Gockeln. Ja, ich habe also hier viele kleine Hühner. Ich glaube, ich werde mal die höheren Wände holen. Dann kann ich bald alles voll mit Hühnern machen. Okay, dann hole ich noch ein paar Pogo-Früchte und Karotten. Wir müssen auf jeden Fall noch was sagen. Ja, jetzt ich meine Karotten. Nee, da ist noch nichts. Da muss hier bestimmt was dran sein. Nein, auch nicht. Ah, doch. Aber da haben nur zwei Pogo-Früchte. Das ist natürlich belastend. Hier unten? Nee, auch nicht. Guck mal, hier hingehen. Nee. Ach, Mann. Können nicht mir einfach ein paar Pogo-Früchte geben? Hier sind ein paar Hühner. Aber hier sind auch keine Pogo-Früchte. Aber. Karotten. Ah, doch! Ich hab hier ganz viel gesehen.
nee, euch möchte ich nicht. Tschüss. Vielleicht auch mal mehr. Okay. Dann gehe ich mal nach Hause. Warum habe ich jetzt ein Mietslein? Nee, den will ich eigentlich auch nicht. Komm, lauf schneller. So. Sag mal, wo sind meine ganzen... Ey, die gucken einfach die ganze Zeit zu den Hühnern. Also, hier tue ich mal die... Ey, wie ich einfach von den Pokéfrüchten am meisten brauche, wo ich von denen am wenigsten habe. Das ist voll kacke. So, dann werde ich jetzt mal... Ja, vielleicht noch ein bisschen verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Karotten, die verfütter ich einfach mal hier an die Slimes. Aua. Für die bekomme ich hier ein paar mehr Münzen und dann kann ich höhere Gatter um die Hühner machen. Ja, nice. Sag mal, warum sagst du eigentlich immer noch ein? Sind jetzt eigentlich mal die Herzen fertig? Die werden aber nicht fertig. Kann ich irgendwie gießen? Nee. Dann suche ich noch mal nach Probefrischen. Dann mache ich halt noch die Aufgabe fertig. Ah, hier sind ein paar Probefrüchte. Das wissen wir, wenn hier noch ein paar werden. Natürlich nicht, die wachsen noch. Ach, stimmt, hier unten sind wieder noch welche. Das habe ich ja komplett vergessen. Die müssen eigentlich da sein. Ja. Ich kann mich auf meine Erfahrung auf der Karte verlassen. Dann direkt mal nach Hause. Okay. Ich wage den Schritt. Einfach mal in die Höhle. Einfach mal so Spaß reinlaufen. Mal gucken, was passieren wird. Hallo, wie geht's euch? Hallo, was passiert da noch so? Ach ja, geht's gleich noch weiter. Nee, da geh ich noch nicht hin. Das mache ich dann in die nächste Folge. Komm, mehr Energie und jetzt los sprinten. Run. So, dann bin ich gleich auch jetzt zu Hause. Dann tue ich ja noch die paar Pogo-Früchte rein. Die tue ich dann noch hier bei denen rein. So, hier. Hier kommt der Plot rein. Nice. Haben wir jetzt vergessen? Nee, natürlich nicht. Sei doch mal dankbar. Einfach nur schade. Ich gebe euch hier lecker Pogo-Früchte und hier ist... Ey, die brauchen... Die sind halt viel schneller als die Herzen. Mann! Warum das denn? Das ist wirklich, also ich habe immer drei Kameraden. Also ich hoffe, dass er die jetzt auch gegessen hat. Ja, toll, danke. Dann kommen halt die... Das ist ja nicht so jetzt. Und na, ich probiere es nochmal. So, dann
Kommt hier noch Kugelfische? Ey, ich muss unbedingt noch Pfeile anlegen. Das dauert hier einfach zu lange. So. 260 Münzen. Ich könnte hier einfach runterspringen. Okay, mach ich aber nicht. Hallo, liebe Slimes. Hier sind meine beiden Ornamente, oder wie auch immer die hießen. Ich möchte jetzt einfach nur herzeigen, um die Aufgabe fertig zu machen. Ich will jetzt zu viel verlangt haben. Okay, so lange mache ich noch was anderes. Und hier meine Hühner. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben viel mehr Hühner schon gemacht. Dann laufe ich noch ein bisschen rum. Und sammle ein paar Slimes ein. Die Karotten sind noch nicht fertig, die Pro-Früchte auch noch nicht. Ah, die kann ich nicht. Ah, und das nehme ich hier auch noch. So, ich brauche ja die ganzen Hühner für die beiden Katzen-Slimes, für die ganz großen, um die zum Platzen zu bringen. So, dann kommst du bei deinen Freunden rein. Dann verkaufen. Oh. Und ich will wieder 360 Münzen. Dann einsammeln. Ich will wieder immer. Ich dachte, vermehren die sich eigentlich? Ich dachte, die vermehren sich. Das ist irgendwie unlogisch. Warum macht der Plot mehr Münzen als der? Obwohl er viel weiter hinten ist. Komisch. Also wirklich, ich könnte jetzt eigentlich mal fertig werden. Okay, ich guck dann nochmal auf der Map vorbei, die ich gekauft habe. Auf der Karte. Oder ich glaube, ich beende jetzt einfach das Video. Dann mache ich nächste Folge die Aufgabe zu Ende. Heute habe ich dann einfach eine neue Map. Hör mal, kannst du mal aufhören, hier immer rauszugehen? Ich hab noch einen Hörer einfach. Oh, Errungenschaft erhalten. Nice. So. Dann werde ich beim nächsten Mal die Aufgabe machen. Wenigstens haben wir. Oh, okay. Die Aufgabe wird jetzt erledigt. Das ist natürlich ein komischer Zufall, ist einfach als die Herzen gekommen. Nice. Dann Aufgabe rein da. Bruder, ganz viel gemacht. Wir bekommen die ganzen Herzen. Okay. Noch eine Errungenschaft. Wir gehen eine richtige Errungenschaft mit. Ganz viele Hühner noch. Meatsplot. Meatsplot. So. Die Hühner fangen schon so groß. Okay. Oh. Ich werde endlich gefahren. Nice, die Aufgabe gemacht. Die neue Karte habe ich auch freigeschaltet. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Es wäre auch nett, wenn ihr mal dann bei meinem Video vorbeischaut, was ich dann machen werde. Bei dem Live-Event. Ich war nämlich in den letzten Tagen überhaupt nicht auf, online gefahren und deswegen weiß ich gar nicht, was dann da abgeht. Ja, und dann. Ciao, ciao!